Realer Irrsinn. Hallo Leute, ich bin CEO. Ich reagiere auf ein Video. Tiefstes Niedersachsen im Jahre 2006. Eine Ecke von allen guten Geistern verlassen. Bis auf diesen letzten Posten der Deutschen Bahn. Wenn über diese Schienen ein Zug rollt, ist ein Mann zur Stelle. Schrankenwärter Laumann. Er bewacht diesen Bahnübergang am Ende dieser Sackgasse bei Großdüngen. Und dieser Bahnübergang ist einzig und allein für die Bewohner dieses gottverlassenen Häuschens da. Ein einsamer Job. Das Dorf ist ja hier jetzt mehr so linke Hand, so Richtung Großdüngen hier so. Und sonst ist ja hier weiter nichts außer diesen Posten und hier diese zwei Familien hier drüben. Ein Post. Jetzt mal aufs Herz. Wer würde den Job machen? Würde sagen so, ganz ehrlich, für 1.800 Euro netto im Monat, hocke ich mich rein. ich? Hocke ich mich rein. Dann nehme ich mir ein paar Videospiele mit. Ein paar coole Zeitschriften oder so. Und dann wird er hier ein VLens gemacht, so nebenbei streame ich ein bisschen live. Wenn da ein PC ist, gehör, da hockt man sich hin, ein bisschen Minesweeper spielen, Netflix regelt. Also ich muss sagen, also der Job, der ist nicht sehr anspruchsvoll, absolut. Aber ich sag mal, ich habe mal einen Job gemacht, da bin ich am Fließband gestanden und muss halt dauernd dieselben Handbewegungen machen. Also wirklich nonstop, 8 Stunden lang durch. Gut, zwischendrin Pause natürlich, aber halt durchmachen. Und das war genauso langweilig, weil du hast auch nur dieselben Teile dauernd gesehen. Aber ich konnte wenigstens, ich musste dann was tun, so. Ich musste nicht, er konnte wenigstens sich zurücklehnen und ist so, yo, dann achte ich jetzt drauf und dann, ob dann ein Zug kommt. Aber ich frag mich halt, kann man nicht da so einen Sensor einbauen und wenn ein Zug kommt, geht die Schranke runter? Für ein Haus mit zwei Familien. Du hast ja heute ein Auto, ist ja heute noch gar nicht rübergefahren. Pferd habe ich, glaube ich, heute auch noch nicht gesehen. Wenn ein Zug kommt. Es könnte ziemlich heiß da drin sein. Stell dir halt so ein Domi rein, ne? So ein Kühlding, passt doch. Und muss Schrankenwärter Laumann so schnell wie möglich handeln. Wenn ein Zug kommt. Oh oh. Wenn dann also ein Zug kommt, muss jeder Handgriff sitzen. Denn jetzt zählt jede verdammte Sekunde. Ja. Oh, wie einschlagen. War nicht professionell. Alles sauber vorbereitet. Der Zug kann kommen. Schaffen wir da auch keinen Schranken geschossen. In Momenten wie diesen ist Erfahrung gefragt. Wie er so schaut, so. Klappt alles? Jetzt muss ich mal hingucken, Alter. Leck mich am Arsch, da kommt er schon. So, heute ist Dienstag. Dienstag müssen wir Signalmittel prüfen. Fangen wir mal mit dem Signalhorn an. Aber ohne Scheiß, dieser Job. Das wäre einer, wo ich am ersten Fehler mache, weil irgendwann schraube ich das Ding runter und bin so, yo, alles passt. Und dann vergesse ich es hochzuschrauben oder so, weil ich so gelangweilt bin. Und irgendwann kommt der nächste Zug und ich bin so, yo, schraub das nach oben auf Versehen, so alles fällt wieder hoch so. Und dann im Nachhinein alles mir so, du hattest nur einen Job, einen dummen Job. Und du machst ihn falsch, wie kann das sein? Ich war nur so, das war so scheiße, Mann, ich hab nicht nachgedacht. Ja, gut. Signal ist in Ordnung. Irgendwann ist die Schicht zu Ende. Laumann ist einer von 3 Schrankenwärtern, die hier im Schichtdienst arbeiten. Wie der so alles hat? Eine Mikrowelle, einen Kühlschrank mit russischem Kochwasser drin. Da hinten war so ein Wasserkocher, habe ich gesehen. Der hat ja alles, was er braucht, ne? Gleich kommt die Ablösung. Alfred Laumann hat Feierabend und fährt nach Hause.
Und so überquert heute dann doch noch ein Auto die Schiene. Aber da kann man doch wirklich einen Sensor hinbauen, der das selber macht, oder? Da hockt doch mittlerweile keiner mehr. Also für 2006 ist es eh schon. Was ist denn da los? Löst diesen Mann doch ab. Vermutlich hat man den da drin gelassen. Man meinte so, hey, das können wir nicht machen. Der Mann an 5 Jahren ist in Rente. Da lass man den doch drinnen jetzt hocken. Und wenn er dann Rente ist, dann machen wir dann einen Sensor hin und Gutes. Das ist doch zu teuer. Also, so ein Sensor kostet doch keine 1500 Euro. Also, auch den zu warten und so kostet nicht so viel im Monat. Realer Irrsinn, der Tresorknacker, bitte. Okay, das kann machen. Okay, da schon mal rein. Aufgebrochene Geldschränke säumen Deutschlands Straßen. Doch zum Glück gibt es in Berlin eine seriöse Geldschrankfirma, die an ihre Kunden denkt. Diese erfahrenen Männer von der Firma MCR Geldschrankvertrieb wollen kein Kuchenblech, sondern solide Panzerschränke verkaufen. Für Michael Rau sind die Tresore der übrigen Geldschrankbranche allesamt Betrug. 1996, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe damals schon gelebt. Ich war 6 Jahre alt. So alt bin ich schon. Was man dazu sagen kann, ist, dass er Ihnen den Schrank jetzt kalt aufmacht und Sie können die Zeit stoppen. Wenn er straight durcharbeitet, ist das Ding in kürzester Zeit auf. Ich will mich auf eine Minute jetzt nicht einlassen. Wenn er straight durcharbeitet, war schon so hip, war man damals schon. Ja, 90er Baby. Trennhexe wird straight angesetzt. Dann wird der unsolide Schrank der Kuchenblechmafia in kürzester Zeit zusammenfallen. Ein wenig später. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben oder ob Sie die Zeit gestoppt haben. Er ist einmal über die gesamte Fläche durch. Im Grunde genommen ist der Schrank zwar noch nicht auf, aber das ist jetzt nur noch eine Frage von Sekunden. Nach einiger Zeit. Nur zur Sicherheit gleich noch ein dritter Schnitt durchs Kuchenblech. Prinzipiell müsste der Geldschrank jetzt auseinanderfallen, unsolide wie er ist. Das biegst du so nicht auf. Was soll der, also er will es nur so ein bisschen gebogen haben, damit er da reinlangen kann, oder? Weil so, das ist noch bei weitem nicht am Brechen, so. Die falsche Brechstange, weich wie Schuhkarton. Bleibt nur eins, ein lächerlicher kleiner Schnitt und dann war's das. Es scheint vollbracht. Jetzt zeigt er sich. Unsolide wie Kuchenblech ist dieser Panzerschrank. Tatsächlich im Grunde eine Sache von Minuten, doch dahinter kommt eine weitere. Sah jetzt aus, als würde nochmal reinschlagen, sonst Wut so. Oh, Scheißding! Blechwand zum Vorschein. Das ist das Regelwerk. Das Regelwerk geht hier lang, das ist rausgerissen. Der Schrank ist im Prinzip auf. Im Prinzip, jawohl. Fehlt nur noch das letzte Stück Kuchenblech. Im Prinzip ist dieser Geldschrank auf. Geht's denn nicht? Dann nehmen wir die Brechstange dafür. Dafür weil wir einen glatten Boden haben hier. Wir verlassen die Arbeiten, denn langsam wird es brenzlig. Die Stimmung ist nicht gut. Der Schrank ist im Grunde genommen auf. Dennoch ist alles klar. Die Panzerschränke der Konkurrenz sind aus Kuchenblech und im Prinzip in Sekundenschnelle zu öffnen. Jedenfalls für erfahrene Experten wie die Männer von der MCR Geldschrankvertriebsgesellschaft aus Berlin. Jetzt kann ich doch oben weitersehen. Ja, aber so Fun Fact, ich habe mal so ein Doku gesehen über so Tresore, wie sicher sind die und sind sie eigentlich schon sehr. Also da war sowas wie, kann man wirklich mit dem Hörgerät das so aufmachen und so, wie man es in Filmen kennt. Und noch ein paar andere so Tricks, die man aus Filmen kennt. Was war noch irgendwie, was kennt man aus Filmen? Ach so, dass man das Schloss einfriert und dann kann man es mit einem Hammerschlag sprengen und so ein Zeug, weil hat man alles getestet und war meistens vollkommener Bullshit. Da ging gar nichts. Also das ist, ja, stark. Also wieder stark. Warum disliked man sowas? Wer ist da so? Verstehe ich nicht. Verstehe ich überhaupt nicht. Okay, realer Irrsinn. Aussichtsplattform mit Aussicht auf Autobahn. Aussichtsplattform mit Aussicht. Das gucken wir uns an. Da hab ich Bock drauf. Der Kölner Dom.
Und die Elbphilharmonie müssen sich auf harte Konkurrenz ein. Ein unglaublich großes Dankeschön an Falk. Fürs Abonnieren, Dankeschön, sehr lieb, Dankeschön. Deutschland ist um eine Attraktion reicher. In Bochum erwartet den kulturinteressierten Besucher ein Touristenmagnet. Diese architektonisch anspruchsvolle Plattform mit einmaliger Aussicht auf das Westkreuz an der A40 für nur 58.000 Euro. Wofür das Ding ist, das weiß wohl keiner. Das ist laut und stinkig. Gut, nicht jeder hat die kulturelle Bedeutung des Bauwerks bereits begriffen. Hier heißt es abschalten, wo andere hochschalten. Eine unverstellte Aussicht auf das Westkreuz füllt dem Betrachter nicht nur Herz, sondern auch Lunge. Feinstaub, man kann nicht richtig durchatmen. Es ist nicht die Erholung, die man sich wünscht, ne? Aber hierbei handelt es sich beileibe nicht um banale Erholung, denn der Landesbetrieb Straßen NRW schafft mit der Plattform intensive Autobahnerfahrungen und dass sich die Menschen, die entlang der Autobahn leben und arbeiten, mit der Ruhrmetropole und ihrer Straße identifizieren können. Die Autobahn soll also nicht nur für die Nutzer erfahrbar sein, sondern auch als Teil des Stadtraums wahrgenommen werden. Das war gerade ein Zitat. Das so hat man das Ding erklärt, warum es da ist. Eine Autobahn anzusehen ist jetzt nicht so mein, ich sag mal, mein Hobby. Virtuose Genießer wissen es durchaus zu schätzen, den Stadtraum ganz unmittelbar von exponiertem Standort aus wahrzunehmen. Scharen von Touristen erfahren bereits den Hauch des Besonderen. Ich fahre hier quasi täglich lang und ich habe da noch nie jemand stehen sehen. Wenn ich einen sehe, rufe ich euch an und sag Bescheid. Aber ihr braucht nicht mit meinem Anruf rechnen. Wenn Sie jetzt Lust auf einen Besuch bekommen haben, kein Problem. Wer baut da, wessen Idee war das im Nachhinein so? Das muss da hin. Und dann der Stadtrat so, ja okay, lass machen. Hä? Ein reizvoller 10-Minuten-Spaziergang vom Parkplatz hin zur Plattform bietet zusätzlich die Chance, noch näher mit der urbanen Umwelt in Kontakt zu treten. Belohnt wird man mit einem Ausblick, der seinesgleichen sucht. Sie können alles das sehen, wenn Sie auf dieser normalen Brücke stehen, als wenn Sie da auf die Plattform gehen. Mitnichten. Das visuelle Erlebnis von der Brücke aus und von der Plattform. Ein Unterschied wie Diesel und Benziner. Okay. Wir haben zwar in München was Ähnliches. Von der Hackerbrücke aus kann man auf den Hauptbahnhof runtergucken. Und da sieht das ganz ähnlich aus. Das gucken sich aber wirklich viele an. Das finden irgendwie viele recht nice. So, die Hackerbrücke. Da, hier, da chillen sich ein paar so auf die Gleise hoch. Das mögen die meisten recht gerne. Aber man kann da oft auf die Schienen von Deutschen Bahn runtergucken. Und irgendwie hat es aber auch was Geiles. Das sieht auch irgendwie cool aus, so, weil es so 1 Million Schienen sind aus dem Hauptbahnhof raus. Man ist voll so, Junge, Alter. Hat irgendwie was. Da hockt man sich oben hin, trinkt zwei halbe, jo. Und dann ist alles gut. Jawohl. Hat halt schon irgendwie was. Hat schon was Stylisches, sag ich jetzt mal so. Da, also da habe ich schon hier und da hab ich mal gehockt und dachte mir so, ganz ehrlich, was denke ich mir eigentlich über mein Leben? Was hier kompliziert sei. Es gibt Menschen, die müssen diese Scheiße hier steuern. Das ist kompliziert. Von mehr als super geil. Hey, gegen Bock auf Papier. Sind wir uns vorhin gleich? Viel Bock auf Papier gerade. Okay, das war's mit der Reaktion auf realer Irrsinn. War lustig, hoffentlich. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, CEO, macht lustige Streams und macht komische Reaktionen. Und dann bis dann.